Auch 2023 ist die Inflation in aller Munde und natürlich besonders nagt sie am Geldbeutel. Und das nicht nur bei Lebensmittelpreisen, natürlich auch bei Fahrzeugpreisen. Immer mehr Hersteller streichen Einstiegsmotorisierung oder günstige Basismodelle. Und da ist es doch dann mal an der Zeit nachzuschauen, was bekommt man eigentlich noch für einen kleineren Geldbeutel. Und da habe ich euch heute den Mitsubishi Space Star mitgebracht. Der ist seit 2013 auf dem deutschen Markt. Das heißt, er geht jetzt in sein 11. Produktionsjahr und ist allerdings bis dahin schon zweimal überarbeitet worden. Und jetzt steht er hier in der aktuellsten Version, natürlich in der höchsten Ausstattungslinie, das muss man auch sagen, aber das soll in dem Moment jetzt erstmal gar nicht dazu beitragen, denn wir kommen heute natürlich zu dem Thema Preis. Was kostet so ein Mitsubishi Space Star? Was bekommt man eigentlich dafür? Wie sind denn so die Platzverhältnisse? Kommt man mit so einem kleinen 1,2 Liter Dreizylinder Saugmotor gut zurecht? Und vielleicht spart er sogar am Geldbeutel bezüglich der Kraftstoffkosten. Das soll natürlich herausgefunden werden über unsere Verbrauchsrunde, die jedes Fahrzeug hier bei UbiTested absolvieren muss. 50% ist die Überlandstrecke, 40% die Autobahnstrecke. Wir fahren hier 140 km/h, also nahe der VMAX sogar. Und 10% ist der Stadtverkehranteil. Da wollen wir dann natürlich herausfinden, wie effizient ist dieses kleine Dreizylinder-Saugtriebwerk. Wir werden aber auch während der Fahrt erfahren, wie viel Platz bietet der Space Star, wie fährt er sich denn eigentlich. Und am Ende des Videos bekommt ihr natürlich nicht nur meine eigene Meinung zu dem Fahrzeug, sondern auch alles, was die Kosten angeht und was auch den Verbrauch angeht. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, dann schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentarbox. Bleibt jetzt gerne dran, abonniert diesen Kanal, falls nicht schon getan. Und über ein Like würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und dann würde ich sagen, steigen wir ein, gehen auf Verbrauchsrunde mit dem Mitsubishi Space Star. Viel Spaß! Der Mitsubishi Space Star ist seit 2013 in Deutschland erhältlich und seit 2013 wurden in Deutschland über 163.000 Mitsubishi Space Star verkauft. Im letzten Jahr waren es gut 16.000 Stück. Damit ist der Mitsubishi Space Star eines der erfolgreichsten Modelle für die Marke und auch ein sehr, sehr wichtiges Modell. Gefertigt wird der Space Star übrigens in Thailand und wird dann zu uns natürlich verschifft. Das Jahr 2021 war übrigens das erfolgreichste für den Space Star. Mit weit über 20.000 Einheiten wurden hier am meisten Stückzahlen verkauft, was sicherlich auch daran lag, dass zu dem Zeitpunkt der Preis sehr, sehr attraktiv war, denn es gab auch vereinzelt Modelle mit unter 10.000 Euro Einstiegswert. Das hat sich allerdings jetzt auch natürlich im Zuge der Krise deutlich verändert. Wir steigen jetzt noch über 10.000 Euro deutlich ein, aber dennoch, zum Preisen kommen wir ja später, bleibt das Fahrzeug immer noch in einem sehr überschaubaren finanziellen Rahmen. Optisch hat sich auch natürlich was seit 2013 getan. Der Space Star hat das neue Markengesicht bekommen, aller Mitsubishi-Modelle, den sogenannten Dynamic Shield. Das sind dann an der Front diese Chrom-Elemente, die sich so ein bisschen in die Frontmaske hineinziehen und dann so ein bisschen Pausbacken hier dem Space Star angedeihen, vor allem an der Front. Wir haben hier auch im Top-Modell serienmäßig Bi-LED-Scheinwerfer, allerdings für die Blinkleuchten und auch in den Heckleuchten werden weiterhin auch noch Glühlampen verbaut. Ist natürlich kostengünstiger im Ersatz und die Glühbirnen sind auch leicht und gut zugänglich. Also hier ist die Wartungsfreundlichkeit auf alle Fälle gegeben. Der Space Star ist
3,85 Meter lang, 1,97 Meter mit ausgeklappten Außenspiegeln breit und 1,51 Meter hoch. Er steht hier auf 15 Zoll Leichtmetallrädern aus dem Zubehörprogramm, weil wir Winterräder verbaut haben. Die Top-Variante kommt aber auch serienmäßig mit 15 Zoll Rädern. Alle anderen Modelle kommen dann mit Stahlfelgen und Radvollzieherblenden daher, außer eben das Sondermodell Select Plus. Bei uns zusätzlich noch verbaut aus dem Zubehörprogramm haben wir ein Aerodynamikpaket, also so einen kleinen Aero-Kit. Das heißt, an Front- und Heckschürze wurden noch zusätzliche Elemente dran geschraubt und auch die Seitenschweller wurden noch mal ein bisschen nach außen gestellt. Zudem gibt es dann noch dekorative Elemente wie die roten Zierstreifen im Frontgrill oder aber hier und da Carbonbeklebungen. Im Kofferraum dann ein gut nutzbarer und für meine Begriffe ausreichend großzügig bemessener Kofferraum, den wir hier haben. 209 bis 881 Liter Stauraumvolumen sind es. Und was wir hier zusätzlich sehen, ist ein weiteres Teil aus dem Zubehörprogramm, so eine Kofferraumwanne. Die kann man hier perfekt einsetzen, hat dann auch die Möglichkeit, da diverse Fächer drinnen zu haben. Und der wesentliche Vorteil ist, wenn man dann die Rücksitzlehnen im Verhältnis 2/3, 1/3 umlegt, dann ergibt sich eben eine fast ebene Ladefläche und die kann man natürlich dann gut nutzen. Sie steigt zwar leicht zum Fahrer hin an, aber dennoch kann man hier dann wirklich den Space da auch optimal zum Einladen von längeren und größeren Gegenständen nutzen. Im Fond sitzt es sich dann mit meiner Körpergröße von 1,78 durchaus gut. Ich habe noch ein bisschen Kniefreiheit, aber genügend Kopffreiheit. Die Kopfstützen sind auch in der Höhe verstellbar. Isofix gibt es auch an den Außenbahnen und die sind auch gut zugänglich, denn sie liegen offen. Was es leider nicht gibt, ist eine Stromversorgung oder eine Belüftungsmöglichkeit im Fond. Und auch ebenfalls leider keine Sonnenschutzrollos, dafür aber eine wirkliche schöne Sonnenschutzverglasung. In der ersten Reihe sitzt es sich dann auf sehr bequemen Sitzen, die allerdings keinerlei Seitenhalt wirklich bieten. Müssen sie aber auch nicht, denn das ist ja schließlich auch eher ein Stadtfahrzeug und jetzt kein Racer. Und von dem her sitzt es sich hier drinnen wirklich gut. Die Schenkelauflage könnte etwas größer sein. Aber dennoch sind die Sitze ausreichend groß und straff auch gepolstert. Der Blick fällt dann beim Fahrer auf ein Dreispeichen Multifunktionslenkrad. Das Multifunktionslenkrad ist dann auch ab der Ausstattungslinie Select Plus serienmäßig an Bord, bietet nicht nur die Bedienung der Lautstärkeregulierung und der Radiobedienung, sondern auch die Telefonbedienung und zusätzlich eben auch den Tempomaten, den wir hier verbaut haben. Der Blick fällt dann auf ein analoges Kombi-Instrument mit zwei analogen Rundinstrumenten, die sehr gut ablesbar sind und auch keinerlei Rätsel aufgeben. Den Bordcomputer, den steuert man dann über den Drücksteller hier für den Tripcomputer im Kombi-Instrument. Ein bisschen umständlich, würde ich mir wünschen, dass man das dann irgendwie noch in den Lenkstockhebel implementieren könnte. Die Verarbeitung insgesamt gut, alles passt ordentlich zusammen. Die Mittelkonsole trägt dann ein 7 Zoll großes Mediasystem, was es ebenfalls in den höheren Ausstattungslinien ab Werk gibt. Ein DAB-Tuner ist hier verbaut und wir haben hier eine Smartphone-Konnektivität über einen USB-Anschluss, der sich dann darunter befindet. Da haben wir dann nicht nur den USB-Anschluss, sondern auch die Abschaltung des Spurverlassenswarners, die Start-Stopp-Automatik und eine zweistufige Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer. Zwei Cupholder gibt es dann noch und dann haben wir auch den 5-Gang-Handschalthebel auch schon hier. Ein Handschuhfach noch, diverse Ablagemöglichkeiten in den Türen. Das passt auch soweit, findet man auch genügend Zeugs, was man da unterbekommt. Gestartet wird dann der 1,2 Liter große Dreizylinder Saugmotor per Startknopf hier links vom Lenkrad. Das ist so ein bisschen Porsche-Style, schon ganz witzig. In unserem Fall ist es eben ein Keyless Go. Das gibt es auch erst in der höchsten Ausstattungslinie Top.
Der 1,2 Liter Dreizylinder Saugmotor entwickelt eine maximale Leistung von 71 PS und 102 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das reicht, um den 980 Kilogramm leichten Speedster in nur 14,1 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 zu beschleunigen. Mal zum Vergleich, so ein vollelektrischer Dacia Spring, der braucht dazu 19 Sekunden. Und eine maximale Höchstgeschwindigkeit ist beim Speedster mit 167 km/h angegeben, wenn man denn das Handschaltgetriebe verbaut hat. Die Automatik ist ein bisschen langsamer. Die Frage ist aber viel wichtiger, wie fährt er sich dann auf der Straße? Und der Motor macht echt eine richtig gute Figur. Er klingt angenehm kernig, nie aufdringlich oder nie extrem angestrengt. Das ist ein sehr quirliges Triebwerk, was schön läuft, untenrum auch genügend Kraft bietet. Gerade so Stadt-Überland, das ist so das, was er am meisten mag. Da fühlt er sich wohl. Die 5 Gänge können super leichtgängig durch das 5-Gang-Getriebe sortiert werden. Die Schaltgassen sind klar definiert, leichtgängig, auch präzise genug. Das funktioniert alles einwandfrei. Auch Überholmanöver, gut, die muss man halt wie früher ein bisschen genauer planen, ein bisschen genauer einsehen und dann einfach über die Drehzahl holt man dann auch die Leistung natürlich raus. Dann geht es auch richtig flott vorwärts, wenn man denn ordentlich fleißig schaltet und den kleinen Dreizylinder auch schön ausdreht bis über 6000 Drehungen, dann holt man nämlich die volle Leistung hier aus dem Triebwerk raus. Die volle Leistung kann man natürlich jederzeit abrufen, aber viel interessanter ist natürlich auch, wie dann die Kraft auf die Straße übertragen wird. Und das passiert hier mit einem sehr komfortabel abgestimmten Fahrwerk, sehr schluckfreudig. Und lange Wellen werden auch dann ganz gut mitgenommen. Allerdings, wenn die aufeinander folgen, dann kann es schon so ein bisschen zum Aufbau Bewegungen kommen, die nämlich auch bei sportlicher Fahrweise sich doch deutlich neigt, die Karosserie. Also merkt man, dass das Fahrzeug hier eher für den Komfort ausgelegt ist oder aber für schlechte Pisten, osteuropäische Strecken oder vielleicht eben auch thailändische Strecken oder asiatische Strecken. Das funktioniert hier auch sehr, sehr gut. Auch die Akustik hier drinnen im Speedster ist ordentlich. Ja, er ist etwas hellhöriger, natürlich wenig Dämmmaterial, dünne Scheiben. All das sorgt natürlich dafür, dass das Fahrerlebnis hier etwas direkter mitbekommen wird. Das ist nicht so kapselt wie in moderneren oder größeren Fahrzeugen, sondern hier ist man einfach noch mittendrin statt einfach nur dabei. Die Lenkung allerdings vermittelt genau das Gegenteil. Die ist zwar dabei, aber einfach nicht mittendrin. Zum einen steht das Lenkrad hier nicht hundertprozentig gerade, zum anderen muss man auch sagen, es ist einfach keine Lenkung, die in irgendeiner Form dir eine Rückmeldung von der Straße geben möchte, ein Feedback oder ähnliches macht. Nein, die tut nur genau das, was sie soll. Sie lenkt das Fahrzeug dahin, wo du es hinhaben willst. Und ja, man muss hin und wieder auch ein bisschen nachkorrigieren, damit man vielleicht auch die Ideallinie trifft, wobei man nach einer gewissen Zeit, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, sich dann doch recht schnell eingegroovt hat und dann auch eine saubere Linie natürlich hier mit dem Speedster fahren kann. Assistenzsysteme gibt es hier im Grunde jetzt nicht wirklich. Wir haben hier lediglich den Spurverlasswarner. Wir haben natürlich noch eine Notbremsfunktion, die auch Fußgänger erkennt. Die gibt es allerdings dann auch nur in der Top-Ausstattungsvariante. Wir haben keine Einparkhilfe beispielsweise, dafür aber eine Rückfahrkamera, die ordentlich aufgelöst ist. Hier über diesen 7 Zoll Bildschirm dann auch ablesbar. Apple CarPlay und Android Auto zur Konnektivität gibt es mit dem 7 Zoll Bildschirm ebenfalls. Dafür ist auch genügend vorhanden. Bisschen schade, persönlich finde ich, es könnte einen etwas besseren Sound hier drinnen geben. Also hier könnte man auf alle Fälle noch mal ein bisschen Hand anlegen, wenn man das denn möchte. Vielleicht ist das ja auch gerade für viele da draußen sehr interessant, denn so erlebt man einfach noch mehr Technik hier. Man kann alles an diesem Motor selber machen. Das ist alles kein Kunststück, wenn man sich da so ein bisschen eingroovt und vor allem, wenn man auch Spaß mal an dieser Technik zum Erleben hat, dann ist das vielleicht genau das Richtige. Denn hier kann man einfach noch selber alles machen, tun und vielleicht verfeinern, sich selber reinsetzen, hängen und nochmal die ein oder andere Modifikation hier durchführen, die man selber für richtig empfindet. Vielleicht ist das doch auch mal eine
ganz interessante Art und Weise, wieder das Automobil neu zu erleben, quasi back to the roots. Und wir fahren jetzt auch zu den Wurzeln zurück, denn wir fahren zum Fazit. Da gibt es jetzt die Verbrauchsangabe, den Kosten und meine persönliche Meinung. Also bis gleich. Ein echt gut gemachter Kleinstwagen, muss man einfach mal so sagen, der Mitsubishi Space Star. Er fährt sich richtig schön, also er hat ein tolles, ausgewogenes Fahrwerk. Der Motor ist angenehm spritzig, das muss man sagen. Die Platzverhältnisse sind völlig ausreichend. 4 Personen kann man mal mitnehmen, auch ein Kindersitz geht ganz gut rein. Also so als Zweitwagen oder als Single-Pärchen ist das ein tolles Fahrzeug, das muss man sagen. Der Kofferraum ist auch angenehm großzügig bemessen und wenn man dann umlegt, kann man auch mal größere Gegenstände ganz gut mit ihm transportieren. Mitsubishi gibt auch ein rundum sorglos Versprechen, nicht nur mit 5 Jahren Herstellergarantie, sondern auch mit einer derzeit noch optional erhältlichen 3 Jahre Anschlussgarantie für 154 Euro Aufpreis. Also kriegt man dann 8 Jahre Gesamtgarantie oder 100.000 Kilometer. Und los geht's dann bei 13.190 Euro für den Basis, dann kommt der Select, dann kommt der Plus, dann kommt Select Plus. Und dann kommt die Top-Variante. Die Top-Variante ist dann auch die, die es optional noch zusätzlich mit CVT, also stufenlosem Automatikgetriebe gibt. Motor gibt es ja nur diesen einen Saugmotor, der wie gesagt sehr spritzig arbeitet. Und unser Testwagen, so wie er da steht, mit allerlei Ausstattungsoptionen, ohne jetzt noch die Anbauteile, die jetzt hier der Importeur noch draufgesetzt hat, kostet 20.540 Euro. Ja, das ist wirklich dann schon sehr viel Geld. Ich würde auch wahrscheinlich nicht in den Top reingreifen. Ich würde schauen, dass ich vielleicht so ein Sondermodell Select bekomme. Meist gibt es da dann auch nochmal einen Aktionsbonus, den man dann beim Mitsubishi-Händler bekommt. Und dann kann man durchaus ein echt gutes Schnäppchen machen. Dann kann man so für 15.000 Euro einen richtig gut ausgestatteten Space Star bekommen. Und ich finde, das ist immer noch fair, denn wenn man mal schaut, was es für 15.000 Euro sonst gibt, das ist auch nicht allzu viel. Beim Verbrauch muss ich sagen, da ist auch nicht allzu viel konsumiert worden auf unserer Verbrauchsrunde. Mit 4,8 Litern ist er angegeben im WLTP-Zyklus. Bei uns waren es jetzt 5,4 Liter. Das ist auch dessen natürlich geschuldet, weil wir einen recht hohen Autobahnanteil haben und da auch wirklich flott gefahren sind. Wenn man ihn dann ruhiger bewegt, zum Beispiel mehr Überland fährt, die reine Überlandstrecke, die ich da gefahren bin mit 50%, da lag der Verbrauch bei 4,2 Litern. Also da sieht man auch, man kann ihn wirklich sparsam auch bewegen mit deutlich unter 5 Litern, wenn man das Ganze dann möchte. Und dann ist es doch dann wieder ein sehr rundes Bild, was wir haben für den Space Star. Und deswegen finde ich, ist er auch ein echt guter Tipp in der aktuellen Situation für Leute, die auf das Budget achten müssen, aber dennoch jetzt einen verlässlichen Partner haben wollen und vor allem sich jetzt auch noch einen Neuwagen zulegen möchten. Und da bin ich mir sicher, mit so Mitsubishi Space Star macht man da nicht viel verkehrt. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen. Schreibt mir sehr gerne jetzt mal eure Meinung unten in die Kommentarbox. Was für einen Kleinstwagen würdet ihr denn aktuell kaufen wollen? Wie sieht denn da eure Planungen im Moment aus? Oder was sagt ihr grundsätzlich zum Thema Preise oder Preisgestaltung? Lasst uns ein bisschen diskutieren. Ich bin sehr gespannt. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.